dem Schrein? Nur eine Falle. Gut. Und da scheint unser erster Anwärter des Todes zu sein. Anwärter des Todes meine ich den ersten der drei Brüder. Denn ihr wisst ja natürlich, weswegen wir hier sind. Wir wollen die drei Brüder töten und einer von diesen muss diese komische Aura da loswerden. Gut. Sind wir mal gespannt. Da, die leuchtenden drei Typen. Auf die sollte man gehen. Eieieiei. Das sind Bogenschützen, so scheint's mir. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Scheiße. Ah! Ah! Okay, geschafft. Lachhaft, ja, lachhaft, sag ich dazu. Prinz des Bogens. Also ich mache hier... Das ist immer so eine schöne Variante. Diese Schreine erstmal alle zu öffnen und dann das Zeug alles aufzuheben. Was für ein harter Kampf. Also da waren die Zyklopen umso schwieriger. Menon, Prinz des Bogens, da hat das. Himmelsfeueranhänger, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen, ist die Frage. Den haben wir doch jetzt in den letzten 3 Metern 12-mal gefunden, gefühltermaßen, ja, also ernsthaft. Das ist doch Hohn. Das ist doch reiner Hohn. Oh ja, und jetzt kommen hier noch diese Pestviecher. Boah. Gut, dann gehen wir mal jetzt da hoch. Schauen aber erstmal auf der Map. Hier sind wir gewesen. Naja, okay, weiter geht's. Hier kann man her. Und dann gehen wir mal jetzt hier nach links rein. Und da sind die nächsten Brüder. Prinz der Klinge! Polypass. Polypass, stirb. Oh. Hat man die nicht getroffen gehabt davor? Was muss man machen, damit sein Skelett rot wird? Das würde mich gerne mal interessieren. Wieso hatten die ein rotes Skelett? Sind Skelette nicht eigentlich weiß? So kenne ich sie aus dem Biounterricht. Und aus anderen MMORPGs oder RPGs, besser gesagt. Oder Hack and Slays. Oder anderen Spielen, wo man gegen Skelette kämpfen muss. So.
wir mal auf den Bogenschützen. Die Zombies, die verarschen nochmal schön. Oder verspotten. Das ist wohl eher. Haufen Fledermäuse. Fliegemäuse, kommt. Fliegemäuse. Sterbt! Uah! Ihr müsst nämlich wissen, ich habe ein Powerlevel über 9000. So. Das ist auch so ein Running Gig. Das sind über 9000. Ja? Für die, die leider nicht wissen, wo das herkommt, es tut mir echt leid. Ihr müsst unbedingt nur noch was für eure Kindheit nach... nacharbeiten, und zwar Dragon Ball gucken. Dragon Ball Z, um genau zu sein. Oh ja. La 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 la. Ich glaube, damit fährt man am besten, wenn man mit dem Phantomschlag diese Bosse immer wieder ausschalten. Also hier spricht diesen einen Friemelkopf da mit der Prima auf dem Kopf. Und dann den Magier. Weil dann haben wir den Hauptmann ausgeschalten und den Magier und die anderen, das ist ja alles nur noch Kanonenfutter. Oh. Hier, da ist wieder so ein Ding. Und hier seht ihr auch diese hochanspruchsvollen Fallen, die immer denselben Winkel schießen. Bam. Oh. Komm schon, hau durch! Ah, hau durch. So. Ich habe mich jetzt von dieser Falle treffen lassen, auch wenn ich sie gerade verspottet habe. Ja, ich gebe es zu, aber... So ist es nun mal. Und dass wir hier zum Beispiel... Da, wo wir gerade drinnen gestanden haben, das ist da dieses AOE-Feld der Stürme. Da, das Ding. Ich finde es nicht so prall, weil das eigentlich nur ein AOE-Dot ist. Wo man eine Damage over Time bekommt. Okay. Da hätten wir zumindest erst einmal die drei Brüder getötet und damit auch die Aufgabe bewältigt, geschafft, absolviert und die Krypta ausgehoben. Wenn wir hier oben noch den Raum mitnehmen, dann haben wir es komplett. Und die wollen es ja komplett gemacht haben. So. Feuerhunde. Ortus. Knochenhaufen und nicht wirklich tolles Zeug dabei gehabt. Okay. Plus 22 Angriffsschaden. Angriffsqualität plus 14 Angriffsgeschwindigkeit. 64 Giftschaden. Ach, naja. Egal, egal, sag ich mal dazu. Egal, egal. Alte Ruine. Weiter, 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 weiter. Da würde ich noch bis zum nächsten Brunnen mit euch laufen. Aber vorerst müssen wir ja auch noch nach Megara. Und uns unsere Belohnung abholen. Ah. Nein. Ich wollte mal kurz gucken. Hier, Questblock. Nebenaufgaben. Knochige Banditen. Und Delphi eine angemessene Opfergabe. Das sind unsere Aufgaben jetzt. Also ihr habt ja auch gerade hier bei unserem schönen Questlog gesehen, es ist jetzt nicht gerade so viel mit Nebenquests und sonst da was. Aber wir haben jetzt zumindest schon drei Gebiete. 4, 5, 6, 7, 8 Gebiete gibt es allein in Griechenland. Also das ist echt schon geil. Schon geil, muss man sagen.
Und ich muss echt sagen, dass die Programmierer sich echt viel Mühe gegeben haben mit der Karte, die sie wirklich so mit Liebe gestaltet haben. Mit Liebe, muss ich auch dazu sagen, weil hier diese Übergänge, ich bin von anderen Spielen auch anderes gewohnt. Also da ist das hier richtig, richtig cool, richtig idyllisch gestaltet worden. Dafür ganz großes Danke. Leider gibt es das Entwicklerbüro nicht mehr. Das Spiele-Designer-Büro ist insolvent gegangen, aber trotzdem sollte irgendeiner von euch nochmal zugucken. Vielen, vielen Dank. It is a nice game. I love this game. Die Skelette werden uns also nicht mehr belästigen? Nope. Du hast Megara einen großen Dienst erwiesen, Krieger. Oh yeah. Und allein dieser Spruch bringt uns 2500 Erfahrungspunkte. Cool. Was war das jetzt hier? Hinterhalt! Robuster Schieferring. Plus 18 Stärke, plus 8% Leben. Also 8%. So, ey. Hier ist aber nichts weiter, ne? Nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Tiermenschen, ach, sterb doch einfach. Ach, lächerlich. Echt lächerlich hier. Dieser Widerstand, ach. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie oft wir unsere Welle da rein pushen müssen, damit diese verrecken. Einmal. Zählen wir mal gemeinsam mit. Eins. Nun habt ihr wohl kein. Zwei. Okay, drei Wellen, um alle zu töten, ja. Um alle zu eliminieren. Wunderbar. So. Hier auch nochmal da ans Wrack ranrennen. Ne, hier war dieses Mal nichts. Man muss ja immer vom Schlimmsten ausgehen, ne? Das ist dann da wir diese komischen Geister spawnen. Okay, hier ist nichts weiter. Wir sind mittlerweile Stufe 14. Finde ich auch sehr hammer. Wow, flüchte, flüchte! Flüchte! Komm schon. Ach, das war nichts. Da habe ich echt einen Phantomschlag vergeudet. Oh, was für eine krasse Höhle. Oh, die sieht so liebevoll aus. So, mit den bösen Zehen, die man da so sieht. Ja, hier wieder auch mit Schildkröten. Ah! Oh, war es doch noch nicht fertig. Die Störwelle. Der Cooldown war vorbei. Das wäre beinahe schief gegangen. Oh ja. Yeah. Und auf ein neues, komm. Arriba! Arriba, 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 arriba! Andele, andele! Muchas gracias, amigos! Andele! Arriba!